Go Buster! Buster rast durch die Pfützen, platsch, platsch, platsch. Er braucht eine Wäsche, überall klebt Matsch. Terry Traktor hat einen Plan, wie man trocken bleiben kann an diesem nassen Tag. Buster wird schneller, das kann nicht sein. Terry fährt auf ihn zu, macht langsam lang. Bremse mit Quietschen, Lauto weh. Zum Glück sind beide okay. Es wird dunkel, er muss in dem Schlammloch stehen. Doch da kommt Hilfe, schaut doch mal. Terry Traktor ist hier, hurra! Terry prüft durch die Pfütze, 1, 2, 3. Er gibt Buster einen Schuss, dann kommt der frei. Hau ruck und dann geht's los im Nu. Buster springt aus der Pfütze, juhu! Braucht eine Wäsche für den Matsch. Oh nein, Bandit, der Bus stiehlt etwas aus dem Süßwarenladen. Bleib stehen, du Dieb. Da kommt Otis, das Polizeiauto. Er ist hier, um den Fall der gestohlenen Naschereien zu untersuchen. Bandit ist dort lang gefahren, Otis. Ich glaube nicht, dass Otis die Flucht von Bandit bemerkt hat. Gute Idee, Otis. Folge der Spur der Süßigkeiten. Wir wissen auch, wohin sie dich führen wird. Dort ist er. Stehen bleiben, du Dieb. Sieh nur, Otis, noch mehr Spuren. Folge ihnen weiter. Oh. Wow, Bandit lässt aber viele Süßigkeiten fallen. Oh, hallo, Buster. Oh, ich glaube nicht, dass diese Süßigkeiten für dich sind. Buster liebt Süßes. Oh nein, die Spur der Süßigkeiten hat direkt zu Buster geführt. Otis denkt nun, dass Buster der Dieb ist. Falsch gedacht, Otis. Buster ist unschuldig. Armer Buster, was wirst du jetzt wohl tun? Otis steckt Buster ins Gefängnis. Oh, Buster. Da kommt Scout. Vielleicht kann Scout Buster helfen, wieder aus dem Gefängnis zu kommen. Du musst Buster helfen, Scout. Beweise, dass er unschuldig ist. So ist es richtig, Scout. Folge der Spur immer weiter, bis du den wahren Dieb gefunden hast. Scout, die Detektivin, ist am Ball. Dort ist er ja! Bandit wird auf frischer Tat ertappt, als er gerade Sachen aus einem Spielzeugladen stiehlt. Diesmal hast du es zu weit getrieben, Bandit. Stehen geblieben im Namen des Gesetzes. Du bist verhaftet. Es ist Zeit, die Sache richtig zu stellen und Buster aus dem Gefängnis zu befreien. Heraus, Buster, du bist unschuldig. Und Bandit muss dafür rein. Danke, Scout. Du bist eine gute Detektivin. Ohne dich wäre Buster noch immer eingesperrt. Tut mir leid, Bandit, aber du hast es so verdient. Stehen ist nicht erlaubt. Gut gemacht, Otis. Mach's gut, Bandit. Hallo, Buster. Er macht einen Ausflug mit Scout. Und schaut mal, da ist Toni, der Lieferwagen. Es sieht so aus, als würden Scout und Buster hinterherfahren, um herauszufinden, wohin Toni heute unterwegs ist. Sie haben so viel Spaß zusammen. Haha, Scout ist so ulkig. Buster passt gar nicht mehr auf den Verkehr auf. Vorsicht, Buster! Puh, das war aber knapp. Aufpassen, Buster, beinahe wärst du in Toni hineingefahren. Seht mal, da ist ein Schlagloch in der Straße und Toni fährt direkt darauf zu. Oh nein, durch das Schlagloch sind Tonis Türen aufgegangen. Passt auf, Buster und Scout. Es sieht so aus, als würden gleich ein paar Kisten herausfallen. Und da fliegen sie auch schon auf die Straße. Toni hat es anscheinend noch gar nicht bemerkt. Gleich fällt noch eine Kiste raus. Wow, gut reagiert, Buster, und gut aufgefangen. Hier kommt schon wieder eine. Gut gemacht, Scout. Tolle Arbeit. Oh nein, seid vorsichtig, Scout. Scout hat die Kontrolle verloren und ist von der Straße gerutscht. Die Kiste ist dort in den Baum geflogen. Seht mal, Toni muss dort an der roten Ampel anhalten. Das verschafft euch etwas Zeit. Schnell, Buster. Lange hast du nicht, um die Kisten zurückzubringen. Gute Idee, Buster.
Alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist, die Kisten wieder einzuladen. Sieht so aus, als hätte Scout eine Idee. Gute Idee, Scout. Du kannst diese hölzerne Planke als Rampe benutzen. Gut gemacht. Der perfekte Ort, um die Kisten abzuladen. Gute Teamarbeit. Jetzt kannst du die Türen zumachen, Buster. Gerade rechtzeitig, bevor die Ampel auf grün schaltet und Toni fährt los. Wahrscheinlich wird er nie erfahren, wie nahe er dran war, all seine Kisten zu verlieren. Gut gemacht, Buster. Gut gemacht, Scout. Hallo, Buster. Oh. Oh nein, Buster sieht ziemlich krank aus. Hallo, Scout. Wie es scheint, will Scout spielen. Ich glaube nicht, dass es Buster heute gut genug geht, um zu spielen. Er fühlt sich wirklich krank. Schnell, Scout, hol Hilfe her. Oh, armer Buster. Das wird schon wieder. Jeder ist ab und zu mal krank. Seht mal, Scout hat Amber die Ambulanz geholt, damit sie mal nach Buster sieht. Gute Idee, Scout. Amber weiß bestimmt, was zu tun ist, damit Buster sich bald wieder besser fühlt. Es sieht so aus, als würde Amber Buster in seine Garage bringen. Lasst uns mal nachschauen, ob sie herausfinden kann, was mit Buster los ist. Zuerst überprüfen wir mal Busters Räder. Das seht mal, dieser hier hat gar keine Luft mehr drauf. Er muss aufgepumpt werden. Geschafft. Schon besser. Und Buster sieht auch gleich wieder gesünder aus. Aber so richtig gut geht es dir noch immer nicht. Genau, lasst uns mal Busters Temperatur messen mit einem Fieberthermometer. Das sieht gar nicht gut aus, Buster. Jetzt muss Amber mal Busters Motor durchsehen. Oh nein, Buster verliert Öl. Deshalb fühlt er sich unwohl. Amber kriegt das schon wieder hin mit ihrem Schraubenschlüssel. Alles ist gut, Buster. Gleich ist es geschafft. Nur noch ein paar Mal drehen. Und fertig. Gut gemacht, Amber. Buster scheint wieder ganz der Alte zu sein. Ich glaube, dass du dich wieder wohl genug fühlst, um rauszugehen und zu spielen, Buster. Er sieht sehr zufrieden aus. Das ist Buster, wie wir ihn kennen und lieben. Es ist Zeit für Amber, wieder loszufahren. Mach's gut, Amber, und danke, dass du dich um Buster gekümmert hast. Scout und Buster gehen jetzt spielen. Macht's gut! Hier kommt Buster der Bus. Ich frage mich, was er wohl heute so anstellen wird. Was ist denn das? Sieh dir mal diese Plakatwand an, Buster. Diese Reifen sehen ja so glänzend und neu aus. Vielleicht wäre es auch für dich an der Zeit, neue Reifen zu bekommen, Buster. Und los geht's. Oh, seht mal, da ist Jessie Geländewagen. Wie es scheint, hat sie Probleme, den Berg hinaufzukommen. Hier kommt Buster. Arme Jessie. Ich glaube, sie braucht etwas Hilfe, Buster. Ihre Räder scheinen nicht richtig zu greifen. Gleich hast du es geschafft, Jessie. Weiter so. Oh, Buster, ich weiß, dass du dir neue Reifen besorgen willst, aber deine Freundin Jessie braucht Hilfe. Oh nein, Jessie rutscht wieder zurück. Gut gemacht, Buster. Du bist zurückgekommen, um Jessie zu helfen. Das war sehr nett von dir. Oh nein, jetzt sieht es so aus, als stimmt etwas nicht mit Jessies Anhänger. Anscheinend schiebt dessen Gewicht sie zu schnell den Berg hinab. Sie hat die Kontrolle verloren, Buster. Schnell, Buster, du musst helfen. Das wird schon, Jessie. Buster ist gleich bei dir. Gut gemacht, Buster. Pass auf den Anhänger auf, damit er sich nicht überschlägt. Oh nein, da vorne ist schon die Werkstatt. Sie wird es nicht schaffen, rechtzeitig zu bremsen. Gute Idee, Buster. Benutze deine Bremsen, um Jessie langsamer zu machen. Das war ganz schön knapp. Gut gemacht, Buster. Und sieh mal, da sind die glänzenden neuen Reifen, die du wolltest. Arme Jessie, ihre Räder sehen auch ganz mitgenommen aus. Buster, ich glaube, jemand hat sie nötiger als du. Richtig so, Buster, gut gemacht. Jessie braucht wirklich neue Reifen. Die sehen toll aus, Jessie. Jetzt wirst du keine Probleme mehr haben, den Anhänger zu ziehen und Berge hinaufzufahren wird ein Kinderspiel. Mach's gut, Buster. Mach's gut, Jessie. Hallo, Buster. Du bist ja ganz mit Schlamm vollgespritzt. Du hattest wohl viel Spaß dabei, durch die Pfützen zu planschen. Ich glaube, Buster muss gewaschen werden. Ob er wohl auch so denkt? Hier kommt der Stadtbus.
Oh nein, er ist nicht gerade erfreut, als er sieht, wie schmutzig Buster ist. Ich glaube, Buster hat endlich begriffen, wie ungepflegt er aussieht. Das stimmt, Buster. Du bist vollkommen mit Schlamm bedeckt. Ist das ein Schild für eine Waschanlage? Gute Idee, Buster. Roll hinein und mach dich gründlich sauber. Armer Buster. Er hat zu viel Angst, hineinzugehen. Es sieht doch ein bisschen zum Fürchten aus, stimmt's? Komm schon, Buster, du schaffst das. Du musst gründlich sauber gemacht werden. Er geht rein. Buster ist wirklich sehr mutig. 1, 2, 3. Oh nein, du hattest es schon beinahe geschafft, Buster. Oh, oh, er klingt sehr ungeduldig. Buster, tief durchatmen, du schaffst das. Aber diese Geräusche machen mir Angst. Komm schon, Buster, du kannst das. Gleich ist es geschafft. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, du bist drin, Buster. Das kitzelt, aber so schlimm ist das doch nicht. Da kommt er wieder raus. Das war doch gar nicht schlimm, oder, Buster? Jetzt bist du blitzeblank. Gut siehst du aus. Wow, gut gemacht, Buster. Nun bist du wieder schön sauber. Die Waschanlage ist doch gar nicht so schlimm. Mach's gut, Buster. Schau, da ist Buster der Bus. Er sieht sehr fröhlich aus, nicht wahr? Oh nein, es fängt an zu regnen. Und es donnert und blitzt. Oh oh, es ist ein Gewitter. Oh, achte auf Scout, Buster. Oh nein, Buster hat so viel Angst vorm Gewitter. Er hat Scout im Regen alleine gelassen. Und jetzt stecken ihre Räder in der Pfütze fest. Es blitzt jetzt überall. Puh. Buster ist nun sicher und heil in der Garage. Aber was ist mit Scout? Schau, er hat Scout gesehen. Sie steckt wirklich in der Pfütze fest. Wird Buster tapfer genug sein, um ihr zu helfen? Scout ist wirklich am Kämpfen. Armer Buster, er hat wirklich Angst vom Donnern und Blitzen, nicht wahr? Du schaffst es, Buster. Wow, die Blitze sind so hell und furchterregend. Hurra! Los, Buster! Sieht aus, als hätte er sich entschlossen, Scout zu helfen. Ein schneller Schubs sollte es tun. Hurra! Scout ist jetzt befreit. Schau, wie glücklich sie ist. Gut gemacht, Buster. Der Donner ist immer noch sehr laut. Aber schau, Buster hat keine Angst mehr. Buster und Scout fahren glücklich zur Garage zurück, um dem Regen zu entkommen. Der Donner hat beide erschreckt. Tschüss, Buster. Tschüss, Scout. Sieh mal, das sind Buster und Scout. Sie spielen im Schnee. Sie haben sehr viel Spaß beim Hüpfen und Rutschen. Hallo, Herr Schneemann. Na, was hat Scout wohl gesehen? Sie sieht sehr aufgeregt aus. Ich frage mich, was es wohl ist, Buster. Oh toll, ein zugefrorener Teich. Sieh mal, wie Scout auf dem Eis skatet. Sie macht das sehr gut, nicht wahr? Na komm, Buster, probiere du es doch auch mal. Vorsichtig. Oh, armer Buster, das Eis ist sehr glatt. Das scheint Scout nicht aufzuhalten. Sieh, wie sie loszieht. Ich glaube, Buster hat Angst vom rutschigen Eis. Na komm, Buster, das ist doch kein Grund, sich zu fürchten. Haha, los geht's, du schaffst das schon. Und schon geht Buster auf dem Teich skaten. Und wie er jetzt loslegt. Beide haben unglaublich viel Spaß auf dem Eis. Gut gemacht, Buster. Scout ist sehr beeindruckt. Oh, wow.
aus. Sieh, wie Buster durch die Luft fliegt. Sieh mal, du hast das Eis zerbrochen. Das Eis zerbricht noch mehr. Und es ist um Scout herumgebrochen. Sie sitzt fest. Buster, was machst du nun? Wenn du dichter rangehst, wird das Eis bestimmt brechen. Großartige Idee. Herr Schneemann wird das Eis nicht zerbrechen. Bitte hilf uns, Herr Schneemann. Sieh, wie er es macht. Er rettet Scout. Gut gemacht, Herr Schneemann. Und tolles, schnelles Denken, Buster. Ich glaube nicht, dass Buster und Scout noch mehr skaten wollen. Danke, Herr Schneemann. Tschüss, Buster. Tschüss, Scout.